Willkommen zu einer neuen Folge hier von den Community-Projekten. Wir fangen an mit dem Projekt, das ich schon beim letzten Mal, glaube ich, nicht mehr vorstellen konnte, weil es angekündigt wurde, nachdem mein Video veröffentlicht wurde. Aber der gute Foley baut die Strecke Köln-Düsseldorf und zwar unter anderem mit dem DZero HC. Baureihe 462 müsste das, glaube ich, sein. Ich werde es selbst googeln, wenn es falsch ist, braucht ihr mich nicht, bitte nicht zu korrigieren. Strecke Köln-Düsseldorf, DZero HC, Rhein-Ruhr-Express, sieht wirklich wundervoll aus. Das Ganze natürlich stark Work in Progress, aber wir sehen schon, Ausdetaillierung am Streckenrand ist auf jeden Fall vorhanden. Vegetationsobjekte, Oberleitung ist da, Oberleitungsmasten fehlen zum Beispiel jetzt hier in diesem Streckenabschnitt noch. Von den Animationen her passt das, glaube ich, auch noch nicht so ganz hier. Der Stromabnehmer liegt jetzt nicht ganz an der Oberleitung, aber das sind alles Dinge, die mit der Zeit gemacht werden. Aber ihr seht es auf jeden Fall, es scheint zu funktionieren. Wir haben hier den DZero HC, was ja nichts Neues ist, ne? Das wisst ihr ja schon, dass der im Bau ist. Und halt jetzt eben mit den Screenshots auf der Strecke Köln-Düsseldorf. Eine Strecke, die ich persönlich tatsächlich aus meinem Alltag sehr, sehr gut kenne. Und umso mehr freue ich mich da, weil ich auch ganz glaube, ganz gut beurteilen zu können, wie dann die Ausgestaltung der Strecke am Ende ist, weil, wie gesagt, die kenne ich persönlich eigentlich ganz gut. Hier haben wir noch mehr Screenshots. Hier der DZero HC auf einer Brücke. Hier auch tatsächlich mit dem ganzen Oberleitungsaufbau. Sieht sehr, sehr, sehr hübsch aus. Natürlich alles, wie gesagt, Work in Progress. Ich glaube, der Innenraum des Zuges, da ist jetzt auch noch nichts. Also sieht alles ein bisschen leer aus. Aber das heißt ja nichts. Das ist alles noch weit davon entfernt, released zu werden, denke ich mal. Zumindest das Fahrzeug, bei der Strecke weiß ich es gar nicht. Da ist auf jeden Fall schon gut Fortschritt zu sehen. Hier in einem weiteren Screenshot wirklich die Ausgestaltung der Strecke exzellent bisher. Wir haben hier Assets drumherum verteilt, Häuser, Vegetation. Hier sind irgendwelche Felder. Das sieht schon sehr, sehr, sehr stark aus. Da drücke ich natürlich die Daumen, dass das weiterhin so gut läuft. Und einfach wirklich wahnsinnig toll und da hofft man, kann man nur hoffen, dass es weiterhin so toll aussehen wird und eben so bleibt. Dann, in dem Moment, da wollte ich noch nicht hin, sondern erstmal wollte ich hier hinspringen. Es gibt nämlich auch noch ein Video, ein Preview-Video von der Strecke Düsseldorf-Köln und zwar mit dem ICE 3 auf Hochgeschwindigkeit. Das würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal an. Ja, ich stelle mal ganz kurz die Qualität. Ja, ich glaube, Full HD reicht in diesem Fall aus. Hier, der Streckenabschnitt wird dann LZB geführt sein, wie auch eben in der Realität. Und da kann man wirklich nur den Hut abnehmen, dafür, dass eben diese Strecke von einer einzelnen Person gebaut wurde. Die ganzen Gleise, alles, was ihr seht, hat nur eine Person hier erschaffen, so wie ich das verstanden habe. Und das ist wirklich absolut beeindruckend. Also, also meckern kann man da sowieso nicht. Man kann da wirklich nur den Hut ziehen. Auch hier so rechts und links die Assets, die da verteilt sind, Autos, LKWs. Die Gleise sehen auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Da freut man sich doch richtig darauf. Und hier wird natürlich sehr, sehr viel los sein. Der Fahrplan in Realität ist pickepacke voll auf der Strecke, dass da wirklich eigentlich kein einziger weiterer Zug noch mehr drauf passt. Performance ist ein bisschen schlecht. Das liegt aber, das müsst ihr so ein bisschen, ja, da muss man so ein bisschen die Augen zudrücken, weil das Ganze ist halt aufgenommen im Editor. Da ist sowieso die Performance schlechter als im Ingame. Und außerdem ist es natürlich auch mal so ein bisschen davon abhängig, was der gute Foley da für eine Hardware hat, wie viele Programme da vielleicht noch nebenbei laufen. Gleichzeitig läuft auch noch ein Aufnahmeprogramm und das Ganze wird dann auch noch von YouTube verarbeitet. Also da geht viel Qualität verloren. Von daher macht euch da jetzt erstmal keine Sorgen darum, dass das jetzt hier so ein bisschen laggt und so. Ich glaube, das wird, wenn das irgendwann mal fertig ist, schon eigentlich ganz gut laufen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich springe mal so ein bisschen vor. Das ist halt eben der 200 km/h Abschnitt. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Ich denke mal irgendwo um Leverkusen herum. Oder steht das hier? Irgendwo. Genau. Track between Düsseldorf und Leverkusen. Und die Scenery. Also, ne? Hier, Assets liegen da schon bis Langenfeld. Also alles Work in Progress. Und genau, hier steht es auch nochmal. Sorry for the bad FPS. Unreal and OBS aren't the best of friends. Ne? Also, ihr seht das.
Da steht es auch, das liegt halt so ein bisschen einfach daran, die FPS, dass die jetzt gerade so ein bisschen hier einbrechen immer wieder. Ist nicht so schlimm. Man kann trotzdem die Strecke sehr genießen. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, das finde ich schon. Ja, also so ein bisschen, muss ich sagen, erinnert es mich bereits jetzt schon an die Realität. Ich kann es etwas wiedererkennen. Hier ein Bahnhof, an dem wir hier vorbeifahren. Industriegleisanschlüsse. Wahnsinn. Wenn man mal überlegt, das ist halt alles praktisch aus dem Nichts erschaffen worden. Das ist schon verrückt, oder? Gut, es wurde jetzt nicht irgendwie jedes Asset hier neu gebaut. Ich bin mir sicher, dass da die ein oder anderen Assets einfach von, oder die meisten davon von anderen Strecken wiederverwendet worden sind. Aber vielleicht gab es auch irgendwelche neuen Assets. Sehr schön. War das nur 146.1? Habe ich das richtig gesehen? Das war doch kein 146.2, oder? Interessant, was uns da vielleicht noch so erwartet. Aha, hier rechts, hier links dieses Gebäude. 0, 0, aha, was auch immer. Vectron, da links gerade eben noch gesehen. Herrlich. Es gibt zwischen Leverkusen Mitte und Leverkusen Chem Park. Stoppe jetzt mal das Video an der Stelle. Zwischen Leverkusen Mitte und Leverkusen Chem Park gibt es hier auch noch das Fabrikgelände von Bayer. Und da ist ein großes Logo von Bayer, das, glaube ich, auch nachts hell leuchtet. Da frage ich mich natürlich, ob das dann auch mit ins Spiel kommt. Das ist auf jeden Fall eine Landmark entlang der Strecke. Wäre mega cool, wenn das auch mit drin ist. Aber mal schauen. Ja. So viel zu dem Thema, zu dem Streckenprojekt und Zugprojekt von Foley. Hier gibt es auch noch mehr Videos, wenn ihr euch das angucken wollt. Hier seht ihr es auf YouTube, heißt er Folles. Gerne da einfach mal reinschauen und auch gerne mal folgen und vor allen Dingen ein Like dalassen. Da freut er sich sicherlich auch darüber. Gerne auch einen Kommentar, das ist immer eine nette Sache. Dann gehen wir mal weiter. Meine gute Freundin Hannah, nee, gar nicht, sorry, da kommen wir noch nicht zu, sondern hier sind noch ein paar mehr Screenshots. Hier mal von der S-Bahn Köln noch auf der Strecke. Die ist natürlich auch hier unterwegs, 423. Auch das sieht toll aus. Ja. So, dann hier, apropos Köln. S-Bahn Köln, die 424, gibt es mittlerweile in dieser neuen Lackierung. Ich glaube, die ist noch nicht serienmäßig unterwegs. Das sind nur, glaube ich, einzelne Züge, die vielleicht so aussehen. Sieht ein bisschen aus wie die KVB, wie die Straßenbahn in Köln vom Design her. Aber das ist tatsächlich realistisch. Und sie arbeitet da an einem Repaint dafür. Und da bin ich auch sehr gespannt. Vor allen Dingen 424. Das heißt also, irgendwie ist da was an der Wagenkonfiguration anders. Kann das sein? Weil sonst müsste es ja, glaube ich, eine 423 sein. Und eine 424 ist dann die kürzere Variante, denke ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber auf jeden Fall, sie arbeitet hier an diesem Repaint. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sollte das jemals mal rauskommen, werdet ihr es natürlich hier auf dem Kanal sehen. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar, ach so, wir sind immer noch hier bei VD. Noch ein paar mehr Screenshots von der Strecke. Ja, also so viel noch dazu. Wir gehen weiter zur Strecke Magdeburg-Thale-Blankenburg-Potsdam, die ich, glaube ich, noch nicht bisher vorgestellt habe. Vom guten Nexus X Craft oder so ähnlich. Und da sind verschiedene Linien unterwegs: RE11, RE21, RE31, RB43. Also auf jeden Fall ordentlich was, was uns da erwartet. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Bilder von der Strecke selbst, aber auf jeden Fall eine riesengroße Strecke. Das sind sehr, sehr viele Gleiskilometer, die uns da erwarten. Und auch ganz interessant, dass hier Abellio und Sachsen-Anhalt das Team in irgendeiner Form unterstützt. Das ist definitiv interessant. Und hier sagt der Nexus, dass es drei Leute sind, die da insgesamt an diesem Projekt arbeiten. Und Abellio hat Approval for the Logos gegeben, also dass das Logo eben verwendet werden kann, ist auf jeden Fall eine nice Sache. Der Lind soll auch dazu kommen. We are already working on it. Also die arbeiten am Lind, aber dazu gibt es noch keine Screenshots. Das wird noch alles sehr früh Work in Progress sein, aber da baut auf jeden Fall jemand aus der Community den Lind. Mega cool. Kann ich nur sagen. Und hier das erste Bild aus dem Editor. Das erste Stück Gleis, was uns hier erwartet. Hier auch irgendwie mit so einem Lautsprecher, Dingsda-Bumsda. Das wird vielleicht
irgendwie so Naturumgebungen darstellen, irgendwelches Vogelgezwitscher oder sowas ähnliches. Wo genau das jetzt hier ist an der Strecke, weiß ich nicht, aber ihr seht es auf jeden Fall. Es wird daran gearbeitet, es gibt Screenshots davon. Ja, also sehr interessant. Magdeburg, Thale, Blankenburg, Potsdam. Vielleicht sogar bis rein nach Berlin Hauptbahnhof. Schauen wir mal. Also ne, hier wird auch angeteasert, dass es eventuell eben bis Berlin gehen könnte. Die ganze Strecke sind 180 Kilometer. We are also planning to go as far as Berlin Main Station. Ich weiß jetzt nicht, ob es Berlin Hauptbahnhof der obere Teil ist oder der untere Teil. Vermutlich der untere Teil von Berlin Hauptbahnhof. Aber Wahnsinn, wenn die das tatsächlich bauen. Verrückt, aber es wird auf jeden Fall lange dauern, bis da irgendwas mal kommt von. Dann hier hat die Steffi sich an ein Streckenprojekt gesetzt, und zwar Strecken um Mönchengladbach herum. Ihr Plan ist es, eine Strecke zu bauen oder mehrere Strecken zu bauen, die einerseits in den Norden gehen, Mönchengladbach-Krefeld, in den Süden, Mönchengladbach-Köln, der längste Streckenteil, und die Strecke in den Osten, Mönchengladbach-Düsseldorf-Flughafen-Bahnhof. Ich glaube nicht bis zum Hauptbahnhof, aber ja, ein sehr ambitioniertes Projekt, sehr, sehr viel an Rollmaterial da auch unterwegs auf den Strecken. Da gibt es jetzt noch keine Screenshots, glaube ich, aus dem Streckenbau selbst, genau. Aber auf jeden Fall hat sie das angekündigt, dass sie dabei ist, das zu bauen. Und da werden wir natürlich auch ein Auge drauf behalten und schauen, wie das Projekt sich so entwickelt. Wir gehen weiter zu unserer Oberwesterwaldbahn. Die habe ich euch schon mal vorgestellt. Beim letzten Video hier von Au Sieg nach Limburg an der Lahn. Müsste, glaube ich, Limburg an der Lahn sein. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal irgendwas Falsches gesagt. Oder? Also, ich steht auf jeden Fall nur Limburg, aber das wird schon Limburg an der. Ja, wobei, ich sage es nicht nochmal. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie falsch gesagt und ich wurde in den Kommentaren korrigiert und ich habe schon wieder vergessen. Ja, gebaut hier vom guten Robert Schulz, der auch schon mal bei mir in den Kommentaren war. Liebe Grüße, wenn du das siehst, mein Guter. Und hier können wir uns mal ein kleines Video angucken, und zwar das hier. Da zeigt er uns mal, wie Limburg an der Lahn der Bahnhof aussieht. Ja, ne, also die Gleise liegen, die Plattformen sind gebaut, Assets sind schon mal verteilt. Das Terrain ist natürlich, steht auch. Auch das ist natürlich alles aus dem Editor herausgefilmt. Limburg an der Lahn. Sehr, 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 sehr schön. Keine Sorge, ihr hört gerade nichts. Da gibt es einfach keinen Sound zu dem Video. Sieht auf jeden Fall toll aus. Wahnsinn, ne? Was die Leute so alles bauen können. Einfach hier so einen Bahnhof bauen. Verrückt. Hier einmal von oben drauf geguckt. Sehr viele Gleise, die auch hier von abgehen. Toll. Also weiterhin, die Daumen sind gedrückt, dass das auch, dass er auch gut vorankommt. Mega cool. Wir gehen weiter. Eine Strecke, die angekündigt wurde vom Black Pulsar Stuttgart-Würzburg, die Frankenbahn. Und das ist natürlich ganz interessant, weil es weder im Train Simulator noch im TSW Strecken gibt, die in Stuttgart starten oder irgendwie Stuttgart in irgendeiner Form mit einbeziehen. Natürlich der alte Bahnhof, nicht der Stuttgart 21 Bahnhof. Und das Stuttgart Central Station will be set around 2002. At Würzburg Central Station will be set around 2005. Interessant, RE8 mit der 110 und 146 mit den Dostos und die 143 mit N-Wagen, RB85 mit der BR425 und die 628 in Verkehrsrot ebenfalls hier zu sehen auf der Strecke dann. Der RE8 braucht Pi mal Daumen 2 Stunden 15 Minuten. Hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 100 km/h. Also auf jeden Fall sehr interessant. Was genau hier gebaut wird, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Breakdance Mittelbau heißt dieses Blender-Objekt. Ich glaube, das ist irgend so ein Freizeitpark oder sowas ähnliches. Also irgendwie szenerietechnisch arbeitet er hier an irgendwas. Ne? Also ihr seht es hier oben. Breakdance ist ja so ein Freizeitpark-Gedöns.
hier mal so ein bisschen das Terrain aus dem Editor gezeigt. Und das hier ist XXL-Trailer, also vielleicht auch hier, ihr seht das, The Best, was auch immer, XXS, also auf jeden Fall auch irgendwie so freizeitparktechnisch irgendeine Szenerie, die anscheinend hier in der Nähe von Stuttgart oder irgendwo zwischen Stuttgart und Würzburg ist. Die Leute, die von dort sind, kennen sie sicherlich besser aus und können vielleicht sogar erkennen, um was es sich dabei genau handelt. Ach ja, gut, hier steht Szenerie für Bad Cannstatt, Stuttgart, Bad Cannstatt. Interessant, interessant, interessant. Und hier, mega cool, die große Schalterhalle, The Large Ticket Hall in Stuttgart. Also wer schon mal in Stuttgart war, der kann das definitiv wiedererkennen. Das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Hier auch mit den Rolltreppen, die auch bis ganz runter gehen. Hier nochmal ein Blick von innen als 3D-Objekt. Ne? Das ist jetzt noch nicht im TSW drin, sondern das ist halt das Objekt in Blender, Stuttgart Hauptbahnhof. Was steht hier? Drogerie, Snacks, Drinks. Interessant. Also, ne? Black Pulsar, Stuttgart, Würzburg. Auch da sind die Daumen natürlich gedrückt. Und wenn es Updates gibt, dann kriegt ihr sie bei mir. Dann der Emil 3734 möchte an einer Tramstrecke bauen, und zwar von Görlitz mit 17 Kilometern Gleis, Spurweite 1 Meter, 25 Stationen. Und ja, also ich bin nicht aus Görlitz, ich war auch noch nie da, deshalb kenne ich das jetzt hier nicht. Ne? Also diese Linien, Linie 1, Linie 2 anscheinend, ist das, was er hier baut. Vermutlich gibt es auch noch mehr Linien in Görlitz, das wird wohl nicht alles sein. Aber der Hauptbahnhof, der Bahnhof von Görlitz ist da wohl eben auch mit drin. Ja, also geht wohl anscheinend durchs Stadtzentrum durch. Hier auch mit dem Fahrplan. Hier auf jeden Fall sehr viel Referenzmaterial. Bisschen was hier so an Strecke ist auch schon gebaut. Und ne, hier sehen wir das. Test-Track has been placed. Never gonna the model, the tram. Ne, also das sind so 1-Meter-Gleise, die wohl anscheinend jetzt hier gebaut worden sind. Und hier zeigt er dann so die ersten Work-in-Progress-Bilder aus dem 3D, aus der 3D-Software. Ups, mein Handy hat gebimmelt. Und das sieht schon auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Gerade hier, also wenn das so langsam Form annimmt, wenn man mal vergleicht, so fängt das Ganze an. Und so sieht das mittlerweile aus. Also schon gut. Ne? Also das ist ein ambitioniertes Projekt, aber wenn man die Skills hat, why not? Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ein dänisches Signalsystem wurde gebaut vom FCE Schmidt, von dem wir schon mal etwas uns angeguckt haben. Und das ist halt mega interessant, weil das ist einfach ein neues Signalisierungssystem aus Dänemark. Ihr seht es hier, das Signal hier rechts, das funktioniert auch richtig. Zeigt jetzt anscheinend Fahrt an. Also ich kenne natürlich den Signalbegriff jetzt nicht. Dänische Signale sind mir jetzt nichts. Was irgendwie bekannt ist. Natürlich haben wir keine dänischen Züge oder so, aber sollte jemand mal überlegen, eine dänische Strecke zu bauen? Die Signale gibt es jetzt dafür. Und wo es die gibt, das zeige ich euch nämlich gleich auch. Also, ihr seht es hier, ne? Das sieht wirklich. Also, schon krass, ne? Was die Leute so einfach drauf haben. Und vor allen Dingen gibt es die hier bei GitHub. Mit einem Tutorial, wie man das Ganze dann benutzen kann. Diese dänischen Signale, da gibt es auch noch mehr Signalbilder, die wir jetzt nicht gesehen haben in dem Video. Kann man sich aber praktisch hier dann kostenlos runterladen und einfach benutzen, sofern man eine dänische Strecke baut. Also, falls jemand von euch Interesse hat, go for it. Da ist der Link, findet ihr im DTG-Forum. Und dann würde ich sagen, damit verabschiede ich mich von euch. Wir haben uns jetzt mal wieder verschiedenste Projekte angeguckt. Angefangen hier mit dem DZero HC und haben in Dänemark geendet. Es ist wirklich verrückt, was die Community, die Modding-Community so alles baut. Die ModderInnen sind wirklich unfassbar begabt, unfassbar motiviert, um praktisch für lau Objekte zu bauen, die mit denen wir als Community am Ende Spaß haben können. Deshalb können wir denen einfach nur dankbar sein, können da vielleicht einfach nette und liebe Kommentare schreiben. Einfach mal den Dank ausrichten so und vielleicht ein bisschen motivieren, weiterzumachen. Das hilft wirklich jedem. Ne? Also vergiss das nicht, ein netter Kommentar hilft wirklich jedem weiter.
Gut, so viel dazu. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.